Mein Thema ist IBD, also chronisch entzündliche Darmerkrankung und Lifestyle. Lifestyle ist natürlich ein weit gefasster Begriff. Ich habe mich ein bisschen daran orientiert, was die Patienten in meiner Sprechstunde beschäftigt und möchte Ihnen im Gefäß Lifestyle auch etwas, speziell etwas über Ernährung und chronisch entzündliche Darmerkrankung sagen. Ernährung kann Lifestyle sein, sie beeinflusst unseren Lifestyle. Wir passen unsere Ernährung unserem Lifestyle an oder auch unser Leben unserer Ernährung. Und dann habe ich mir gedacht, Reisen auch immer ein Dauerbrenner, Reisen und chronisch entzündliche Darmerkrankung. Dazu kriege ich auch, dazu spreche ich auch viel, oder darüber spreche ich viel mit meinen Patienten. Ich möchte gerne etwas ausholen, bevor ich zum ersten Thema Ernährung spreche. Grundsätzlich, was ist die aktuelle Vermutung, warum entsteht eine chronisch entzündliche Darmerkrankung überhaupt? Hier Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wie wir es gesehen haben. Wir gehen heute davon aus, dass es eine multifaktorielle Genese nennt man das, Entstehung ist. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass eine Erkrankung entsteht oder eben nicht entsteht. Wenn wir uns anschauen, braucht es eine Konstellation unserer Gene, damit wir überhaupt empfänglich sind oder anfällig werden für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wenn man aber das genauer anschaut, dann bestimmen unsere Gene nur, je nachdem, welche Studie man liest, zu 10-30%, ob wir nun eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickeln. Das heißt, im Umkehrschluss 70-90% sind mehr oder weniger beeinflussbare Faktoren, die wir dabei sind herauszufinden, die Forschung dabei ist herauszufinden. Das heißt, wir haben mehr oder weniger auch etwas in der Hand, was wir ändern können mit unserem Lifestyle. Wenn Sie hier die gängigen Gründe, die wir heute vermuten oder auch schon bewiesen haben, dass sie einen Einfluss haben auf die Entstehung, anschauen. Im rechten Bild sieht man eine Darmschleimhaut, ganz links im Bild gesunde Darmzellen mit den Zotten und darüber ganz wichtig das sogenannte Mikrobiom, dem wird unsere Bakterien. Wir haben ja zehnmal mehr Bakterien in uns und auf uns, als wir körpereigene Zellen haben. 2 Kilogramm ihres Körpergewichts sind nur die Bakterien. Und das meiste davon finden wir eben in unserem Darm, im Darmlumen. Dann dieses, wenn wir nach rechts gehen, dann sehen wir hier so einen Entstehungsverlauf einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Links alles in Butter, sage ich jetzt mal. Gesunde Zellen, gesunde Schleimhaut, friedliche Darmbakterien. Wir haben also eine Neigung von unseren Genen, wenn wir Pech haben, dass wir empfänglich sind, so eine Darmerkrankung zu entwickeln. Dann kommt die Umwelt hinzu. Welchen Faktoren setzen wir uns aus? Da gibt es die Hygienehypothese. Zu sauber ist auch nicht gut. Es gibt natürlich das Rauchen, was ein Umgebungsfaktor ist, und natürlich die Diät. Darauf komme ich nachher noch. All diese Faktoren beeinflussen unser Mikrobiom, unser Immunsystem. Mehr oder weniger, wenn sich eine Darmerkrankung, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickelt, ungünstig. Dann geht man davon aus, dass es häufig, man hat also die Gene, die eine Erkrankung begünstigen, man hat ungünstige Umweltfaktoren und dann kommt ein zweiter oder ein dritter Trigger dazu, wie ein schwerer Infekt oder vielleicht Antibiotika, die wir einnehmen. Das ist noch nicht ganz bewiesen und es kommt zur Auflockerung der Darmzellen, die durchlässiger werden, es kommt zur Veränderung und Entdiversifizierung, also das heißt, es gibt immer weniger verschiedene Bakterien in unserem Darm, zur sogenannten Dysbiose. Immer mehr Stoffe können unsere Darmbarriere passieren, das zieht das Immunsystem an. Mit Stoffen meine ich Produkte von ungünstigen Bakterien, was wir mit der Ernährung zu uns führen, was schlussendlich darin endet, dass wir unsere Immunzellen aktivieren und anziehen, welche
dann mit dem Entzündungsprozess beginnen. Hier rechts ganz viele Immunzellen, die übers Blut in unseren Darm einwandern und dort, wir wissen es noch nicht genau wieso, aber wir gehen davon aus, aus der Summe der ungünstigen Einflüsse heraus eine Entzündung verursachen. Diese ganze Zeitlinie ist wahrscheinlich, das geht wahrscheinlich Jahre. Das geht nicht von heute auf morgen, das heißt, wir sind lange ungünstigen Einflüssen ausgesetzt, bis es dann zu den ersten Symptomen kommt. Nun, warum könnte nun Ernährung wichtig sein in Bezug auf die Entstehung einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung, aber auch in Bezug auf die Vorsorge oder Prävention oder auch auf die Heilung vielleicht sogar? Nun, klar, unser Darm, wir sind vom ersten Lebenstag an der Ernährung ausgesetzt, mit der Muttermilch, ist übrigens die einzige Kostform, die uns vollwertig ernährt und mit absoluter Gewissheit auch vor Entstehung einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung schützt. Wie gesagt, Ernährung, etwas, was uns vom ersten Tag an beeinflusst. Mit unserer Ernährung beeinflussen wir auch wesentlich unsere Darmbakterien, die Zusammensetzung unserer Darmbakterien. Und heutzutage nehmen wir mit unserer Ernährung auch sehr viele Zusatzstoffe auf. Dem ist man sich gar nicht bewusst, aber es ist so. Unsere Biologie, wie wir sind, hat nicht mit dem raschen Fortschritt unserer Gesellschaft, vor allem der sogenannten Stichwort Industrialisierung, wie wir Nahrungsmittel produzieren, verarbeiten und konsumieren, mitgehalten. Unser Körper ist eigentlich immer noch in der Steinzeit. Und grundsätzlich sage ich jetzt mal auch an diese, für diese Kostform ausgelegt. Klar, in der Steinzeit wurden wir nur 40-jährig oder noch weniger. Das hat sich sicherlich geändert. Aber grundsätzlich ist dem so. Und man beobachtet ganz klar oder man kann ganz klar zeigen, hier ist der Zeitverlauf 1859, der erste Fall beschrieben von Colitis ulcerosa mit fortschreitender Industrialisierung. Das heißt auch, wie wir Nahrungsmittel herstellen, wie wir sie konsumieren. Je industrialisierter wir waren im Westen, Rot, Amerika, Westeuropa, desto mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben wir festgestellt, wurden gemessen. Das Gleiche hat man beobachtet bei den Schwellenländern, zum Beispiel China. Je industrialisierter China wurde, desto mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und das Gleiche beobachtet man jetzt in der dritten Welt. Also die Ärzte dort, wenn jemand Durchfall hat, denken noch nicht an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Wir hingegen im Westen denken als erstes bei einem jungen, sonst gesunden Patienten an eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Also in der dritten Welt passiert nun die gleiche Kurve, weil auch die sogenannte dritte Welt immer mehr industrialisiert wird und wie wir hier im Westen Nahrungsmittel verarbeitet und konsumieren. Gut, also kann nun die Ernährung Ursache sein für die Entstehung einer chronischen entzündlichen Darmerkrankung? Nein, sicherlich nicht allein. Es ist mittlerweile bewiesen, dass unser westlicher Nahrungsmittelkonsum, die Verarbeitung, die Entstehung von chronischen, respektive die Häufigkeit von Schüben, die Intensität der Entzündungen im Darm wesentlich beeinflusst. Wir essen grundsätzlich viel zu Omega-6-reich. Omega-6 ist ein Fett, ein Fettmolekül, was vor allem in tierischen Fetten vorkommt und zu Omega-3-arm. Wir essen viel zu viel Zucker, wir essen viel zu viel hochverarbeitete Lebensmittel mit viel zu vielen Haltbarmachern, Emulgatoren und so weiter, ohne dass wir das merken. Wir essen viel zu faserarm. Wir essen vielleicht, Fasern sind unverdauliche, teils lösliche Stoffe, die vor allem in Früchten, Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten enthalten sind, was unseren Darmbakterien grundsätzlich gute Nahrung bietet und auch das Wachstum der guten Darmbakterien fördert. Jetzt habe ich vergessen zu klicken. Genau. Hier nochmal das Ungleichgewicht der Fette, die wir heute im Westen konsumieren, dargestellt. Und natürlich ein großes Thema, unsere sämtlichen Zusatzstoffe, die wir auch ohne unser
ohne dass es uns bewusst ist, zu uns nehmen. Was sollte nun gute Ernährung, oder wenn wir Ernährung als Therapie verwenden möchten, können? Sie sollte möglichst zusatzstofffrei sein, sie sollte möglichst Omega-3-reich sein. Omega-6 ist nicht schlecht, aber das Verhältnis ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das heißt, man kann mit Omega-3-Zufuhr das Gleichgewicht wieder etwas verbessern. Sie sollte reich, grundsätzlich reich an Fasern sein, die sogenannten Präbiotika, weil sie Nahrung für die Probiotika oder für unsere Darmbakterien bietet und vor allem für die guten Darmbakterien. Und sie sollte uns genügend mit Nährstoffen, auch Mikronährstoffen, entzünden und dabei Symptome, aber auch Entzündungsprozesse lindern. Jetzt wurde in den letzten, sage ich mal, 10 Jahren sehr viel Forschung betrieben in Bezug auf Ernährung als Therapie, wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Das ist der Stand 2021. Im grünen Kasten Studien zu Ernährungsformen, die sowohl Entzündung als auch Symptome verringern. Im rechten Kasten Studien, die gezeigt haben, dass sie nur die Symptome verbessern und nicht die Entzündung. Und unten Studien zu verschiedenen Ernährungsformen, die gar keinen Effekt gezeigt haben. Man sieht, es gibt, je nachdem, welche Studie man anschaut, hier zum Beispiel bei der High Fiber, also bei einer Diät reich an Fasern, findet man die Diät in allen drei Kasten. Einmal, je nachdem, welche Studie man anschaut, hat sie Effekt auf Inflammation, Entzündung und Symptome. Einmal nur auf Symptome und einmal hat sie gar keinen Effekt gezeigt. Eine Diät, die möchte ich Ihnen kurz erläutern in den nächsten Dias, die Crohn's Disease Exclusion Diet. Seit 2019 wird daran geforscht, ist aber bei allem, was man bis dato geforscht hat, sehr erfolgreich, Entzündung und Symptome zu lindern. Mittlerweile gibt es eine ausgearbeitete Form dieser Crohn's Disease Exclusion Diet mit einem großen Nahrungsmittelkonzern. Haben findige Forscher ein System entwickelt, welches für den Morbus Crohn für milde bis moderate, moderat heißt, ich könnte Sie aus der Sprechstunde noch nach Hause lassen, sage ich jetzt mal so, oder wenn Sie im Spital sind, weil die Erkrankung so schwer ist, dann bringt Ihnen das nicht oder ist das nicht sinnvoll. Also für milde bis moderate Erkrankungen, Morbus Crohn-Erkrankungen, einen sehr guten Effekt zeigt, bis zu 80% der Leute, die diese Diätform umgesetzt haben, sind auch nach 24 Wochen noch in Remission, das heißt, haben keine Symptome. Und bis zu 60% weisen keine Entzündungszeichen mehr auf, wenn man eine Biopsie nimmt und das unter dem Mikroskop anschaut. Es heißt, der Begriff heißt Modulife, der Diät, dem voran ging die Crohn's Disease Exclusion Diet, aber die Kombination, ich komme gerade noch darauf zu sprechen, heißt Modulife. Es ist eine Kombination, wie gesagt, aus dieser Exclusion Diet. Was schließen wir aus? Wir schließen westliche Ernährung aus mit den ganzen Zusatzstoffen und Formula-Nahrung, das heißt Nahrung in Form von Pulver, die Sie anrühren zu einem Shake und zusätzlichen Nährstoffbedarf ausgleichen. Das Ganze ist aufgebaut in 3 Phasen. Jede Phase dauert, also die ersten beiden Phasen sind die sehr wichtigen Phasen, dauern beide 6 Wochen. In der Phase 1 nimmt man 50% selbstverarbeitete Lebensmittel zu sich und 50% der Kalorien mittels Shake. Die zweite Phase nach 6 Wochen reduziert den Anteil Shake und ab der dritten Phase wird das Ganze noch mehr aufgelockert. Wichtig ist, diese Diät hat das Ziel, unsere Darmbarriere zu verbessern und unser Mikrobiom zu verändern. Es gibt einen sehr strikten Diätplan. So sehen die ersten 6 Wochen aus. Es gibt Pflichtnahrung. Sie müssen jeden Tag 2
Hühnchenbrüste essen, zwei Kartoffeln essen. Wichtig, die Kartoffeln müssen gekocht und abgekühlt sein, dann verändert sich die Stärke, also der Zucker, und wird resistent und kann nachher, dient nachher als Nahrung für die guten Darmbakterien, dass sich die vermehren. Und sie müssen pro Tag zwei geschälte, nein, einen geschälten Apfel, weil die Schale enthält viel unlösliche Fasern, die wieder Symptome verursachen können, und zwei Bananen essen. Dazu dürfen Sie ergänzen, Reis zum Beispiel, so viel Sie möchten. Es ist auch genau vorgeschrieben, welche Öle oder Gewürze Sie benutzen dürfen. Das nur als kleiner, wie sagt man, Ausblick. Es ist ein grundsätzlich einfaches Programm. Es gibt eine App dazu. Jeder Arzt kann sich in einem Selbststudium für so ein Diätcoaching oder jeder Ernährungsberater ausbilden lassen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie daran interessiert sind. Aber es ist etwas Arbeit. Wenn ich nochmal zurückkomme auf die gesamte Studienlage, dann gibt es eine Seite, die hat schön zusammengefasst. Wenn wir jetzt, ist ein bisschen klein, ich vergrößere es gleich, wenn wir jetzt schauen, was ist denn gut oder was ist in jeder Studie oder in jeder Ernährungsform gut und erlaubt? Grün in allen Studien gemeinsam, was ist förderlich? Früchte, Gemüse, Bulle, rotes Fleisch gibt es ein bisschen Einschränkungen, meistens einmal pro Woche. Und fettarm und vor allen Dingen unverarbeitet. Am anderen Ende der Liste, wenn man alle Ernährungsformen zusammenfasst, was ist schlecht oder was wird als schlecht beurteilt im Rahmen dieser Ernährungstherapien? Processed Meat, verarbeitetes Fleisch, Bündnerfleisch leider auch. Künstliche Zusatzstoffe und alles, was industriell, also eigentlich alles, was Sie im Regal auf die Schnelle im Coop Pronto kaufen, auch wenn es noch so farbig und schön ist, ist bei den meisten Diätformen, die erforscht wurden, ausgeschlossen. Alkohol ist ja, hellrot, noch nicht ganz rot. Was auch ausgeschlossen wird oder nur wenig verwendet wird in den Diätformen, die man erforscht hat, sind Milchprodukte und Weizenprodukte. Aber darüber lässt sich streiten. Nun möchte ich noch etwas konkreter werden für Sie, abgesehen von einer speziellen Diät, die Sie machen möchten oder die Sie anschauen. Was kann man denn generell als Patient tun, wenn man etwas in puncto Ernährung umstellen möchte? Hier rechts sind die Guidelines, das ist Stand 2020. Die Guidelines sagen eher, was man nicht zu sich nehmen soll. Und hier sehen wir vor allem Crohn und Colitis. Emulgatoren, Carrageenan, das sind Rotalgen, die den Shake oder das Glas cremig machen. Künstliche Süßstoffe, Titaniumdioxid, ein Farbstoff, sollte man bei beiden Erkrankungsformen nicht zu sich nehmen. Eindeutig bewiesen, Omega-3 bei der Colitis ulcerosa, das ist Stand aktuell oder wie sagt man? Aktueller Irrtum, da wird sich wahrscheinlich ist noch einiges ändern. Beim Crohn absolut empfohlen, viel Früchte. Nun, auf der linken Seite habe ich aufgeschrieben, was Sie denn tun können, nicht was Sie weglassen sollen. Ballaststoffe, die sogenannten Präbiotika, sollte man reichlich essen. Wir essen heutzutage nur 5 bis 10 Gramm an Ballaststoffen. Empfohlen von der Weltgesundheitsorganisation sind 30 Gramm. Es gibt Naturvölker, die essen bis zu 150 Gramm Fasern. Aber Vorsicht, wenn Sie an einem Morbus Crohn leiden, wie wir es vorhin gesehen haben, mit einer Striktur, also einer Einengung aufgrund der Entzündung. Ballaststoffe, es gibt lösliche und unlösliche. Unlösliche sind vor allem Schalen. Von Früchten können stecken bleiben, weil sie unlöslich sind und nicht verdaut werden können. An Ballaststoffe muss man sich auch gewöhnen. Das heißt, unsere Darmbakterien müssen sich daran gewöhnen. Das heißt, sie können nicht von heute auf morgen 30 Gramm
zu sich nehmen, das macht wahrscheinlich Blähungen. Dann Fette, viel Omega-3, viel Fisch sollte gegessen werden. Protein, selbstverständlich, mageres Fleisch, Poulet, auch Fisch, auch Hülsenfrüchte, sehr gut. Keine Wurstwaren. Es tut mir leid für die Blutwurst von vorhin, aber Wurstwaren enthalten Nitritpökelsalz, das ist sehr schlecht, leider. Und es ist ein verarbeitetes Fleisch schlussendlich. Aber ich denke, die Nahrungsmittelindustrie wird da sicherlich Fortschritte machen. Milchprodukte, etwas umstritten, Sie haben es gesehen. Das muss man ausprobieren. Es kann sein, dass Sie zusätzlich eine Laktoseintoleranz haben. Milchprodukte nicht in einem Entzündungsschub zu sich nehmen. Hartkäse und Joghurt werden grundsätzlich am besten vertragen. Getränke, Wasser, Tee, ungesüßt, Kaffee ist erlaubt. Dürfen Sie natürlich keine verarbeiteten Lebensmittel wie Soda, also Coca-Cola etc. Dann Supplemente, darüber könnte man einen eigenen Vortrag halten. Vitamin D3, Zink, B12, Folsäure und ich habe vergessen aufzuschreiben, natürlich Eisen. Nach Möglichkeit sollte man substituieren. Sprechen Sie aber mit Ihrem Arzt, man sollte gewisse Dinge beachten, nicht Dauer substituieren, man sollte mal einen Spiegel bestimmen. Probiotika, es gibt viele Produkte, viele Nahrungsmittel, die Probiotika, also gute Darmbakterien, enthalten. Zum Beispiel Sauerkraut enthält nicht nur Fasern, also Präbiotika, sondern enthält auch sehr viel gute Probiotika. Da gibt es noch viele andere. Genau. Dann, was können Sie weiter tun, wenn Sie Ernährung als Therapieform für sich entdecken möchten, dann müssen Sie zurück an den Herd, Sie müssen mehr Zeit einplanen, Sie müssen einkaufen, Sie müssen frisch einkaufen, Sie müssen selbst verarbeiten, Sie müssen an den Herd. Ob Bio ja oder nein, das ist die Frage, dazu gibt es keine Studien. Bio heißt nicht mehr Nährstoffe, sondern Bio heißt einfach weniger Giftstoffe, was sicher nicht schlecht ist. Vielleicht sagt Ihnen Meal Prep was, das heißt am Sonntag vorkochen für ein paar Tage unter der Woche. Dämpfen ist besser als frittieren. Kleinere, häufigere Mahlzeiten sind besser als große, zum Beispiel am Abend. Im Schub schon Kost, Suppen, nicht zu viel Ballaststoffe, außerhalb des Schubes gerne viel Ballaststoffe, nicht zu viel Zucker im Schub, Fett meiden und Alkohol. Nach einem Schub langsamer Kostaufbau, Schonkost, Fett und Milchprodukte als letztes hinzufügen. Im Schub habe ich vergessen, vielleicht auch, je nachdem, Flüssignahrung zu sich nehmen, damit man auf genügend Kalorien kommt. Was kann ich tun? Teil 3. Mir ist wichtig, dass Sie einmal im Jahr, auch wenn es Ihnen gut geht, zum Arzt gehen und dass man die Substrate, also das heißt die Mikronährstoffe wie Zink, Folsäure, Vitamin B12 und Eisen, hier habe ich es drin, misst. Auch wenn Sie keine Symptome haben, kann eine leichte Entzündung vorliegen. Sie können über die Jahre ganz viele Mikronährstoffe verlieren. Wiegen Sie sich regelmäßig, 2 bis 4 Mal im Monat ist vielleicht ein bisschen viel. Ich bin nicht auf das Thema eingegangen, aber Mangelernährung, dazu gehört auch Eisenmangel, ist ein großes Thema, wenn Sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Das muss nicht nur heißen, dass Sie Gewicht verlieren, das heißt vor allem auch, dass Sie Mikronährstoffe verlieren. Führen Sie ein Ernährungstagebuch. Viel Ernährung ist auch ausprobieren. Jeder ist individuell, jeder verträgt etwas besser, der andere schlechter. Häufig besteht auch ein sogenannter Reizdarm. Mit einem Ernährungstagebuch können Sie Buch führen, was Sie vertragen und was nicht, und Trigger von vornherein vielleicht vermeiden, also Auslöser. Wenn Sie eine Diät machen möchten, idealerweise besprechen Sie es mit Ihrem behandelnden Doktor, wie zum Beispiel auch so eine Modulife-Diät. Gerne dürfen Sie natürlich auch selbst eine Diät machen, aber Sie müssen sich bewusst sein, das kann relativ rasch zu einem Nährstoffmangel führen. Gut, grundsätzlich hätte ich jetzt noch Reisen auf dem Programm. Ja? Okay, ja, ja, gut. Reisen, klar. Reisen und chronisch entzündliche Darmerkrankung.
ein großes Thema. Man soll, man muss, man kann reisen. Es gehört zu unserem Lebensstil. Wir fahren sehr gerne in die Ferien, alle von uns. Ich denke, das Wichtigste steht gleich am Anfang. Je weiter weg Sie wollen und je länger weg Sie wollen, desto früher beginnen Sie bitte mit dem Planen der Reise. Das ist eigentlich fast die wichtigste Aussage. Machen Sie sich Gedanken, wohin möchte ich gehen, wie möchte ich dahin gehen? Reise ich dort, wo ich hin möchte, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug von Insel zu Insel? Das kann alles entscheidend sein, wenn Sie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben. Sie wissen es wahrscheinlich selbst. Klären Sie ab, wie ist der Zugang zu medizinischer Versorgung im Zielland, wo Sie hinreisen möchten? Habe ich die Möglichkeit, wenn ich Medikamente brauche, diese im Hotel zu kühlen zum Beispiel? Klären Sie das vorher ab. Also Planung ist das A und O. Reiseversicherung. Habe ich eine Reiseversicherung, die mich abdeckt, auch in exotischen Ländern? Das ist ganz wichtig. Habe ich eine Annullationsversicherung? Häufig trifft einem einen Schub, dann, wenn man es am wenigsten benötigen kann. Wichtiges Thema, Impfen. Bin ich up to date mit meinen Impfungen? Muss ich für mein Zielland, wie zum Beispiel in Afrika, viele Gebiete, was impfen? Und hier ist wichtig, merken Sie sich das Wort Lebendimpfstoffe, wenn Sie eine sogenannte Biologikatherapie zu sich nehmen. Biologika, zum Beispiel Humira oder Infliximab, Inflectra. Das ist ganz wichtig. Sie dürfen, wenn Sie Immunsuppressiva, auch Cortison gehört dazu, oder Biologika zu sich nehmen, keine Lebendimpfstoffe erhalten. Hier die Lebendimpfstoffe aufgezeichnet oder aufgeschrieben. Sprechen Sie auch hierüber mit Ihrem Arzt, wenn Sie unsicher sind. Oder natürlich mit dem BAG, da gibt es eine gratis Impfhotline. Oder über die Homepage Infovac. Dann am Flughafen. Es gibt Bestätigungen für das Mitführen von Medikamenten, was Ihr Arzt ausstellen kann. Das ist wichtig für den Zoll. Für Betäubungsmittel gibt es zusätzliche Bestimmungen, wenn Sie Schmerzen haben und zum Beispiel wie sagt man, Morphinpräparate, ganz starke Schmerzmittel über die Grenze bringen wollen, dann muss man das anmelden. Wenn Sie Medikamente mitnehmen in die Ferien, und das machen die meisten von uns, dann sollten die original verpackt sein, am besten mit Bestätigung des Arztes. Und wenn Sie Medikamente kühlen müssen, auf ein geeignetes Transportmittel achten. Es gibt von jedem Hersteller für Spritzen auch geeignete Kühlboxen, Transporttaschen, die bis zu 72 Stunden ein kühlpflichtiges Medikament kühl halten. Medikamente, wie gesagt, im Handgepäck haben, im Handgepäck auch Essentials dabei haben, vielleicht Wäsche zum Wechseln, Notfallmedikamente. Fliegen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Es ist bekannt, bewiesen, es gibt eine Studie dazu, dass wenn man über 2000 Meter sich aufhält, über eine gewisse Zeit, dass das zu einem Schub führen kann. Das gilt nicht nur fürs Fliegen, der Kabinendruck entspricht 2500 Metern über Meer, das gilt auch, wenn Sie zum Beispiel ins Wallis auf eine Hochtour gehen und eine Woche über die ganzen 4000er marschieren. Also, Fliegen kann einen Schub auslösen. Was kann man dagegen tun? Vielleicht vor, während und nach der Flugreise ein tief dosiertes Cortisonpräparat nehmen, sprechen Sie darüber mit Ihrem Doktor. Wenn Sie einen chronischen Entzündungszustand haben, wie eine chronische entzündliche Darmerkrankung, dann ist Ihr Thromboserisiko erhöht. Das heißt, bei Flügen über 4 Stunden, bei langen Zugreisen, wo Sie lange sitzen, haben Sie ein erhöhtes Risiko, bis zu dreifach erhöht gegenüber der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal, für die Entstehung eines Blutgerinnsels, typischerweise im Bein. Wie macht sich das bemerkbar? Geschwollener, schmerzhafter Unterschenkel. So ein Blutgerinnsel kann sich lösen und sogar die Lunge verstopfen. Dann haben Sie Atemnot und Herzrasen. Das ist dann eine höchste Notfallsituation. Sind Sie sich dem bewusst? Da kann man sehr gut vorbeugen. Wenn Sie einen künstlichen Darmausgang haben, ein sogenanntes Stoma, und einen Beutel tragen, in den sich der Darminhalt entleert, dann gibt es Entlüftungsventile, die Druckveränderungen in der Kabine, die können auch mal Beutel platzen lassen. Man muss entlüften und wie gesagt, denken Sie einfach daran. Hygiene. Ich gehe kurz durch.
Kochen, Schälen oder Vergessen. Das gilt nicht nur für Leute ohne chronisch entzündliche Darmerkrankung, insbesondere auch für Leute mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung. Jede Infektion, nicht alle Länder haben die gleichen Hygienestandards wie wir, kann auch einen Schub auslösen. Nun sind Sie im Ausland, schönste Safari, und Sie haben Durchfall, das Worst-Case-Szenario. Wenn Sie gut geplant haben, haben Sie mit Ihrem Arzt einen Notfallplan besprochen. Wie weiß ich nun, ist es ein Schub oder ist es eine Lebensmittelvergiftung oder ein Infekt? Ein rascher Beginn. Es geht Ihnen gut, Sie sind in Remission und am nächsten Tag haben Sie auf einmal Durchfall, ist wahrscheinlich ein Reisedurchfall und nicht ein Schub. Hören Sie auf sich selbst, Sie kennen sich und Ihren Körper und Ihren Darm, wie sich der verhält bei einem Schub. Wie gesagt, es ist aber wichtig, bereiten Sie sich vor, seien Sie vorbereitet, haben Sie einen Notfallplan. Wenn es dann tatsächlich zu einem Schub oder zu einem Infekt kommt, dann ist genügend Flüssigkeitszufuhr wichtig. Es gibt Elektrolytlösungen, die man als Beutelchen mitnehmen kann und im Wasser auflösen kann, wo Sie sich gut rehydrieren können. Eigentlich Isostar in Beutelform gibt es. Notfallmedikamente, ich gebe häufig eine Kombination aus einem Cortisonpräparat und halt, wenn es nicht anders geht, auch aus zwei darmverträglichen oder chronisch entzündliche Darmerkrankung verträglichen Antibiotika mit, einfach, dass man einen letzten Notnagel hat. Das hängt aber, wie gesagt, davon ab, wo Sie hinreisen. Wenn Sie nur ein Wochenende nach London fahren zum Weihnachtseinkäufe machen, ist das was anderes, als wenn Sie auf die Bahamas oder nach Tansania fahren, auf die Safari. Gut, also, ich möchte zusammenfassen, es gibt, nochmal zurückspringen, Ernährung, es gibt vielversprechende Ansätze, Ernährung ist sehr wichtig, aber Sie müssen arbeiten. Es wird, wenn Sie die Ernährung umstellen möchten, Ihr ganzes Leben beeinflussen, Sie müssen planen, Sie müssen kochen. Es gibt, wie gesagt, auch wenn Sie einen Schub haben, bereits gute Ernährungsformen, die Sie durchführen können, zusammen mit Ihrem Arzt oder einer ernährungstherapeutischen Fachperson. Aber auch da, Sie müssen arbeiten, es dauert ein Weilchen. Daher der Punkt, Diätwünsche besprechen mit dem betreuenden Doktor. Es gilt der Grundsatz allgemein, so unverarbeitet wie möglich selbst kochen. Wichtig meines Erachtens auch, führen Sie ein Tagebuch und probieren Sie aus. Halten Sie das dann fest. Auch wenn Sie keine Symptome haben, gehen Sie einmal zum Hausarzt oder zum behandelnden Gastroenterologen, damit man Ihre Substrate, die Mikronährstoffe, bestimmen kann. Zum Reisen habe ich nur einen Satz aufgeschrieben. Beginnen Sie früh genug, die Reise zu planen. Je weiter es geht, desto früher beginnen. Ein paar gute Internetseiten, wo Sie sehr viele nützliche Informationen finden zu den beiden Themen Reisen und Ernährung, habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Chroncolitis Schweiz natürlich, dann mein Leben mit CED und Crohn's Colitis Kanada, eine staatliche Seite von Kanada ist sehr gut fürs Reisen, auch der IBD Passport und für die Ernährung die unteren beiden Seiten, wenn Sie das interessiert. Gut, ich danke und entschuldige mich. Fürs Überziehen. Ist dann immer so, der Alte muss jetzt das alles ausbaden. Das ist so wie in der Familie. Aber wenn Sie noch mögen, möchten wir gerne noch zum letzten Vortrag. Aber wir können auch gleich zur Fragestunde. Sind Sie noch so weit, dass Sie das noch anhören möchten? Okay.